Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode hier vom Traumziel, den Malediven. Und heute habe ich was Bestimmtes für euch vorbereitet, und zwar mache ich heute ein kleines Vergleichsvideo zum Thema Strand, Bungalow oder Wasserbungalow. Was lohnt sich mehr auf den Malediven zu buchen? Das war eine Frage, die ziemlich oft bei Instagram gestellt wurde, und ich versuche euch die Informationen hier in dem Video zu vermitteln und ja, hoffe, dass euch das Video gefällt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Es werden wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Folgen hier von den Malediven kommen auf dem Kanal, und ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen in unserer Wasservilla. Wir sind gar nicht mal so weit weggezogen, weil wenn ihr mal vorbeischaut, dort drüben seht ihr die Insel, wo unsere Strandbungalows waren. Und jetzt sind wir ungefähr 5 Minuten Fußmarsch weitergekommen zu unserer Ocean Suite. Also vom Aufbau ist es ziemlich ähnlich wie in der Strandvilla. Wir haben hier so einen kleinen Flurbereich, wo wir gerade unsere Koffer schon mal ausgepackt haben. Deswegen kann es ein bisschen messy aussehen, aber wir haben versucht, das noch ziemlich schön zu lassen. Hier, anders in der Strandvilla, haben wir direkt so ein kleines Desk, wo man ja so einen Schreibtisch hat. Dann gibt es hier überall in den Villen auch Wasser. Gibt natürlich auch nochmal eine Auswahl an Tee und an Kaffeesorten. Wir haben nämlich hier wieder eine kleine Nespresso-Kapselmaschine. Und dann machen wir mal schnell nochmal den Minibar-Check. Die ist nämlich auch direkt hier am Eingang. Und wie Sie sehen, sehen Sie das gleiche wie vorhin. Und ich würde sagen, es ist Zeit für ein Bier. 12.30 Uhr. Das ist das schönste Geräusch. So, ihr seht hier unser Schlafzimmer, ein Riesenbett. Oben haben wir sogar noch ein kleines Moskitonetz. Ich finde, das sieht irgendwie so traumhaft aus, oder? Ja, richtig schön, das ist mir als erstes aufgefallen. Wie in so einem Prinzessinnen-Traum, keine Ahnung, Königszimmer. Hier haben wir wieder eine kleine Couch, wo man sich so ein bisschen hinschillen kann. Ich habe hier auch gerade schon mal die Gardine aufgemacht. Da kann man hier schön am Laptop sitzen und ja, Bilder bearbeiten. Und dann ist aber das absolute Highlight, wenn man morgens aufsteht. Und dann einfach so eine traumhafte Aussicht. Schaut euch das mal an. Aussicht an, Leute. Wie kann man da nicht glücklich sein? Echt, wirklich traumhaft. Wir haben hier wieder Zugang zu unserem Pool. Wieder ein Infinity Pool, wo man rüberschauen kann auf eine kleine Sandbank. Ich weiß nicht, ob ihr das da vorne seht, aber vielleicht schaffen wir es dahin, morgen zu kommen mit einem kleinen Boot. Die Bungalows stehen alle auf solchen Stelzen. Das heißt, man hat direkten Zugang ins Meer. Man kann hier einfach über diese Leiter ins Wasser gehen, die Korallen anschauen, schnorcheln gehen morgens und die atemberaubende Tierwelt anschauen. Ich habe euch letztens leider in dem Video gesagt, dass das Wasser so ein bisschen milchig war. Das Korallenriff bzw. das Hausriff ist nämlich hier an diesen Wasserwillen. Und ja, ich glaube, ich springe gleich nochmal rein und schnorchel eine Runde mit euch, denn die Aufnahmen fehlen uns auf jeden Fall noch, die schöne Unterwasserwelt von den Malediven euch zu zeigen. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try.
just wanna see the light. Yeah, I just wanna see the light. So, und in wessen Favorite Zimmer gehen wir jetzt? In mein! Ja, Leute. In Kleopatras Badezimmer. Kleopatras Badezimmer. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen, aber die Badezimmer hier im Iro Valley sind wirklich absoluter Traum. Ist das Badezimmer nicht herrlich? Wir haben eine freistehende Badewanne. Wow. Hier ist so eine kleine Leiter, wo man sich mal nasse Handtücher aufhängen kann. Es ist wirklich wunderschön geschmückt. Wir haben wieder weiße Kacheln bzw. weiße Fliesen mit diesem Gold, mit der goldenen Zierleiste. Ich finde das absolut traumhaft. Ich habe überlegt, sowas auch mal zu Hause zu machen, weil ich war nie so der Fan von Gold. Wie schön sieht das bitte aus? Dann kann ich mich auf was freuen. Das merke ich mir und wir haben jetzt hier Zeugen. Machst du mir auch ein zweites Waschbecken? Müssen wir wahrscheinlich auch machen. Danke. Nein, aber Leute, das ist echt wunderschön und traumhaft. Hier haben wir natürlich auch wieder diesen kleinen Ständer, wo man hier so alle Utensilien hat. Wir haben Shaving Kit, Dental Kit, also Zahnpasta, Zahnseide und was zum Rasieren, falls ihr irgendwas vergessen solltet. Und mein absolutes Highlight. Man hat hier einfach eine Aussicht nach draußen. Schau mal, man kann hier die Fenster auf und zu machen. Das ist so nice. Und dann schaut man einfach nach draußen auf die Fische. Und wir haben wieder eine Regendusche, die musst du auch zeigen. Haben wir eine Regendusche? Ach jo, stimmt. Ja. Schaut mal her, ich habe die ja schon benutzt. Und Dusche ist auch am Start. Und wenn man vorne und hinten die Fenster aufmacht, dann hat man so eine schöne Brise. Ja. Und es guckt hier auch keiner rein, weil alles so schön verkleidet ist mit Holz. Und eigentlich sollte auch keiner hier unten rum herumschwimmen. Außer vielleicht ein paar Haie. Außer ein paar Fische und Haie. Aber schaut euch das mal an, wie heftig ist das Problem. Und wie schön sind die Kacheln hinter dir? Da sind die nochmal in Türkis mit Gold. Jo, genau wie in dieser Strandvilla. Aber ich muss sagen, man hat hier einen super besonderen Relax-Flair, dadurch, dass man hier direkt aufs Wasser schaut. Ich meine, in der Strandvilla war es ja auch schon schön zu duschen, so unter freiem Himmel. Aber ich finde, ich bin so Team Ocean und Stella, glaube ich, auch, ne? Yes. Dass man hier sofort so beim Duschen einfach die Fische anschauen kann, das ist einfach nur traumhaft. So Leute, aber bevor wir euch so ein kleines Fazit erzählen bzw. so ein paar Informationen zum Unterschied zwischen Wasservilla und Strandvilla, gehen wir jetzt erstmal kurz zum Lunch und da zeige ich euch mal kurz nochmal das Buffet, das ist nämlich auch ein Traum. Eine Wokpfanne, dann gibt es hier ein bisschen Potatoes, ein Good Afternoon, how are you? Huh? Are you good? Maldiven-Corner, also so richtig mit Seafood, Lemongrass, Seafood, Garlic, oh, this looks amazing. Hier gibt es noch indisches Zeug. Und eine kalte Ecke und später dort hinten gibt es noch gegrillten Fisch und Hühnchen. Zeige ich euch mal kurz. Schaut mal, was es heute gibt. Thunfisch, Reeffisch und ein bisschen Hähnchen. Alles frisch gegrillt, richtig nice. Also kommen wir mal zu so einem kleinen Fazit. Was ich euch empfehlen kann zu buchen oder für wen welche Unterkunft geeignet ist. Fangen wir mal an mit der Strandvilla. Vorteile da sind definitiv, dass man einen eigenen Strandabschnitt hat. Also abends war es halt richtig schön, einfach mal am Strand entlang zu laufen, die Sterne zu beobachten und einfach so ein bisschen das Wasser an den Füßen zu fühlen. Und man hatte irgendwie auch so eine größere Unterkunft. Die ist definitiv größer als die Ocean Villa. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man ja so ein bisschen Castaway-mäßig, also so wie so eine verlassene Insel, und auf dieser verlassenen Insel hat man so seine eigene Hütte. Das war schon irgendwie ganz cool. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Wasservillen natürlich ein bisschen weiter vom Schuss weg sind. Also die sind meistens auf solchen Stegen gebaut und dann muss man erstmal auf die Hauptinsel und dann kommt man erst zu den Restaurants. Ich meine, uns stört es wirklich nicht, aber wenn ihr nicht Bock habt, irgendwie großartig viel zu laufen, dann ist die Strandvilla definitiv eher was für euch. Außerdem würde ich die Strandvilla dann bevorzugen, vor allem, wenn Pärchen mit Kindern buchen. Weil
Die Kinder haben dann wahrscheinlich die Möglichkeit, sich am Strand ein bisschen auszutoben, Burgen zu bauen und ja, man muss dann auch nicht 24/7 auf die aufpassen, weil man die dann einfach auch ein bisschen am Strand spielen lassen kann. Das heißt, da ist es auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Ich glaube sogar, dass in Deutschland Reisebüros darauf achten, keine Wasserbungalows an Familien mit Kindern zu vermieten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so rechtlich ist, aber auf jeden Fall, hello, that's the guy, the chef of the evening. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt so ein rechtliches Ding ist, aber auf jeden Fall glaube ich, da was gehört zu haben. Ja, deswegen Strandvillas könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Näher zu den Restaurants. Ihr habt einen eigenen Strandzugang, meistens ein bisschen größer und meistens vor allem auch ein bisschen günstiger als die Wasserbungalows. Also Leute, günstiger, größer, näher zu den Restaurants. Also warum sollte man sich so ein Wasserbungalow mieten auf den Malediven? Ich meine, schaut es euch an, Leute. Das ist doch der Inbegriff von Malediven. Wenn wir etwas von den Malediven hören, dann denken wir doch automatisch an solche Wasserwellen. Ich glaube, das gibt es auch nirgendwo anders auf der Welt, dass es so schön ist und dass die Häuser so gebaut werden. Deswegen, das ist erstens eine so eine typische Art, irgendwie Maledivenurlaub zu verbringen. Und ich glaube, das ist auch so einfach so eine einzigartige Unterkunft. Man hat irgendwie den Anreiz, direkt auf dem Meer zu schlafen. Und ja, irgendwie ist es richtig, richtig cool. Als wir das erste Mal auf den Malediven waren, haben wir uns natürlich auch so eine Wasservilla hier gemietet. Und das war absolut klasse. Aber um ehrlich zu sein, ist es nicht nur eine einzigartige Unterkunft, sondern es ist auch wirklich was für Schnorchelbegeisterte. Also Leute, wenn ihr auf der Wasservilla seid, dann könnt ihr morgens direkt ins Wasser gehen und schnorcheln. Und vor allem hier in Edo Valley ist mir das aufgefallen, ich habe es ja schon vorhin gesagt, ist das Riff genau an dieser Dolphin Suite, beziehungsweise an diesen Dolphin Suiten. Und da hat man echt einen wunderbaren Schnorchelplatz. Vom Strand her muss ich sagen, hatte man so ein bisschen milchiges Wasser. Man sieht das, glaube ich, hier so ein bisschen. Man kann nicht ganz so durchschauen. Der Sand ist einfach super, super fein und deswegen ja, ist es so ein bisschen schwieriger mit dem Schnorcheln. Außerdem hat man hier nicht wirklich Korallen und im Sand leben halt auch keine Fische. Das heißt, wir haben gestern auch gar keine Fische gesehen. So, deswegen kann ich eben so eine Wasservilla empfehlen, der so schnorchelbegeistert ist wie ich. Dann kann man auch direkt morgens raus, mittags raus und einfach direkt an der Riffkante entlang schnorcheln und einfach die wundervolle Wasserwelt der Malediven erkunden. Und ich muss sagen, das Riff hier hatte es echt in sich. Ich habe gerade noch ein Hai gesehen. Das war echt traumhaft. Und ich muss euch sagen, also erstens ist es eine super einzigartige Möglichkeit, auf den Malediven Urlaub zu machen. Vor allem auch so generell auf der Welt, weil es, glaube ich, wirklich nirgendwo solche Bungalows gibt. Und außerdem kann man dann abends einfach noch die Unterwasserwelt von oben beobachten. Das heißt, vom Deck aus kann man dann runterschauen und direkt aufs Riff schauen. Und meistens sind ja auch die Tiere nachtaktiv. Das heißt, ich bin super gespannt, welche Tiere wir heute Abend noch sehen werden oder die Tage, wenn wir hier in der Unterkunft sind. Letztens haben wir sogar Mantarochen gesehen, Schildkröten und sogar Haie. Also es ist richtig, richtig toll. Man kann stundenlang runterschauen. Ich glaube, sogar die Decks sind beleuchtet. Das heißt, das zieht auch ein bisschen so die Fische an und dann hat man einfach eine wundervolle Aussicht. Ja, und somit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein paar Informationen für euren nächsten Maledivenurlaub entnehmen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die noch mal gerne in die Kommentare. Ich versuche euch alles natürlich gerne zu beantworten und schaut auf jeden Fall auch mal vorbei bei meinen anderen Videos von den anderen Reisen oder von den Malediven. Wir haben noch einige Videos online und ja, wir sehen uns direkt im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Reiseepisode. Haut da rein, tschaußen, schönen Abend, Leute.